So, moin und herzlich willkommen zum neuen Transfer-Update vom Transfer-Doc, nämlich das Update für den 29.01. Denn es hat sich schon wieder einiges getan in den letzten Tagen und ich wollte auch zu zwei Gerichten mal Stellung nehmen. Wie gesagt, es sind auch weitere Transfer passiert heute, allein die, die ich nicht mal reinpacken kann in die heutige Folge, aber die interessant sind, die werde ich dann entweder morgen oder übermorgen oder dann nach dem Deadline-Day noch ein bisschen ansprechen, nur das im Voraus. Und dann fangen wir gleich mal mit dem ersten Spieler im heutigen Transfer-Talk, nämlich Niang, der Franzose, der aktuell bei Milan unter Vertrag ist, ist Stürmer, spielt hauptsächlich Stürmer, kann am linken Flügel und auch am rechten Flügel herumwirbeln, hat einen Marktwert aktuell von 15 Millionen und ist aktuell für 57 Millionen nach Watford ausgeliehen worden. Watford hat dann auch eine Kaufoption für 16 Millionen, also für Watford schon mal vom Marktwert her technisch schon sehr gut Transfer. Wie gesagt, er hat eine gute Saison auch bisher gespielt, hat 18 Spiele gemacht, 3 Tore geschossen und 3 Assists, das ist recht akzeptabel in der Serie A. Wie gesagt, Milan war schon einig mit Genua über die Ablösesumme, also über die Leihsumme von 750.000, das wäre auch Milan am liebsten gewesen, weil die wollten einen Leihtausch mit Lucas Ocampos machen, also der auch zur Leihweise zu Milan wechselt bis Ende der Saison, aber er hat Veto eingelegt, Niang, und deshalb wollte er unbedingt in die Premier League wechseln und das hat sich dann auch so ergeben. Wie gesagt, Grund des Wechsels ist ein Streit mit dem Trainer gewesen und wie gesagt, weil ja auch Milan leihweise Delefou verpflichtet hat die Woche, deswegen wird wahrscheinlich Niang um seinen Platz gefürchtet haben und er wird wahrscheinlich deswegen zum Streich gekommen sein und deswegen wechselt Niang jetzt nach Watford. Wie gesagt, ist für Watford und für mich eine super Transferlösung gewesen, weil jetzt hat Watford die Chance ihn zu testen hier mit der Leihsumme, kann dann ihn billig verpflichten auch, weil 16 Millionen für Niang ist sicher nicht viel, weil er ist ein super Talent, hat super Potenzial und wenn er sich dort mal ein anderes Tempo und an die körperliche Stärke der Premier League gewöhnt, ist er sicher ein guter Spieler dort. Ich glaube, das Projekt hat dort sicher Zukunft und ich sage, wenn er nicht einschlägt, dann hat Milan ihn wieder zurück und Milan wird sicher zu froh sein, wenn ein neuer Trainer wieder da ist, dass er dort wieder zum Einsatz kommen wird. Also ich glaube, das ist ein super Transfer. Wie gesagt, auch in FIFA ist er auch ein guter Spieler. Wie gesagt, für Milan ist es blöd jetzt, wer Milan gern gespielt hat, dass es blöd, dass jetzt weg ist. Wie gesagt, hat ein 78er Rating aktuell und 85er Potenzial. Also für die Karriere ein super Zweierstürmer, der dann zum Aufbauen ist für Topclubs oder sonst Einzelstürmer für perfekt für mittlere Clubs. Also den deren für die Karriere muss ist sehr gut. Wie gesagt, auch bei Watford wieder sehr oft in den Einsatz kommen bei der Season. Beim Season Wars. Kommen wir gleich zum nächsten Spieler, nämlich zu Snodgrass. Bist du überhaupt nicht auf meiner Liste gehabt, hier Snodgrass. Also extrem untergetaucht bei mir. Der Schotte, der aktuell auf der RV-Position spielt, kann aber auch auf der offensiven Mittelposition und auf dem linken Flügel agieren, hat einen Marktwert von 5 Millionen und ist jetzt von um 12 Millionen von Hull City zu West Ham gewechselt. Also das ist jetzt schon fix und wie gesagt, er soll bei West Ham ersetzen, weil ja der Payet aktuell zu Olympique Marseille wechseln wird, also das sollte jetzt durch sein. Wie gesagt, er ist noch nicht ganz im Trockenen, aber wahrscheinlich wird Payet wechseln. Hat diese Saison 24 Spiele gespielt, 9 Tore und 4 Assists, auch, also 4 Tore auch beigesteuert, war nicht schlecht. Es hat sehr viele Interessenten gegeben, Middlesbrough, Burnley, Crystal Palace, also sicher viele gegeben. Ich wird bei West Ham auf der linken Flügelposition und auf der offensiven Mittelfeldposition zum Einsatz kommen. Ist sicher ein guter Transfer. Also kann man nur kann man schon gut heißen den Transfer. Leider das Einzige, was mich so ein bisschen schlecht stimmt auf den Transfer, ist, dass er schon 29 ist. Das ist das Problem an ihm. Und Payet ist ja auch 29, also für Jüngung ist es keine. Und IF ist auch auf dem linken Flügel und der ist 27. Also das ist ziemlich alter Kader, deswegen ist schon Snodgrass für mich nicht der perfekte Transfer. Und deshalb gebe ich dem Transfer auch nur einen geteilten Daumen. Also nicht wirklich nach oben, nicht nach unten. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Für 12 Millionen
Millionen für den 29 ging es schon teuer, aber sonst vom Spieltypen her spielt eine aktuell gute Saison und wird sich dort auch halbwegs gut einfinden, glaube ich. Wie gesagt, in FIFA ist er nicht der geborene Spieler, hat ein 75er Rating aktuell und hat auch kein Potenzial. Also für FIFA ist er ziemlich außer Acht zu lassen, da ist er überhaupt nicht beliebt zu spielen. Also habe ich dann auch überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, noch nie in meinem Verein gehabt. Also bei FIFA ist nichts zu reißen mit ihm. Und jetzt kommen wir gleich zum dritten Spieler und das betrifft ein Top-Talent, nämlich El Ghazi, ist von Ajax Amsterdam zu Lille gewechselt. Wie gesagt, hat einen Vertrag schon bei Lille unterschrieben. Bisher Ablösesumme ist noch keine, ist noch nicht 100% fix. El Ghazi spielt hier auf dem rechten Flügel hauptsächlich, kann aber auch linke Stürmer und Mittelstürmer spielen, hat einen Marktwert von 6,5 Millionen und soll angeblich für 8 Millionen zu Lille wechseln. Wie gesagt, hat die Saison 24 Spiele gespielt, 6 Tore gemacht und 5 Tore beigesteuert, also nicht schlecht. Ist sicher ein guter Wechsel. Marseille und Rom waren auch noch interessiert an ihm, aber ich glaube, Lille ist perfekt für ihn, weil Lille eigentlich eine starke Jugendakademie hat. Die haben Hazard rausgebracht und noch unzählige andere Talente. Und das wird er echt super passen, glaube ich, für El Ghazi. Ist auch ein super LV, ist ein super Talent und bis hat Marseille, aktuell hat Lille ja kein starkes linken Flügel-Talent, also deswegen, und Rechtsflügel auch nicht. Deswegen wäre es super, dass er dort spielen kann, da wird er sicher Stammspieler werden bei Lille und wird sich da echt gut entwickeln, glaube ich. Wie gesagt, Lille hofft auch noch auf die Europa League, da sind sie nicht weit weg von der Europa League-Qualifikation, also da möchten sie natürlich hin und das, glaube ich, können sie mit El Ghazi besser schaffen wie mit dem aktuellen Kader. Also ist das ein sehr guter Transfer, ich gebe da auf jeden Fall einen Daumen nach oben auf den Transfer. Er hat aktuell in FIFA ein 76er Rating und ein 80er Potenzial auch für FIFA. Karrieremodus perfekt zu spielen, wird auch in Lille, wahrscheinlich wer in der Season Modus Lille spielt, wird er sehr oft wird er jetzt auch vorkommen. Und ist auch ein guter rechter Flügel im Foot, also kann da auch billig eingesetzt werden, billig gekauft werden. Und ja, das wird super werden mit El Ghazi. Ich bin da echt zuversichtlich, dass der Transfer richtig einschlagen wird. Und jetzt kommen wir zu den zwei Gerüchten des heutigen Tages, nämlich zuerst zu Luis Gustavo und dann zu Arturo Vidal. Zuerst zu Luis Gustavo, der ZDM, der Brasilianer, der aktuell beim VfL Wolfsburg unter Vertrag ist, besitzt aktuell einen Marktwert von 17 Millionen und ja, hat schon einige Interessenten aktuell, nicht nur Juve, sondern auch Inter Mailand, Nizza und Milan, also da sind einige dabei. Wie gesagt, dieses Jahr hat er echt nicht so eine starke Form, hat bisher 15 Spiele gespielt, noch keine Torbeteiligung, auch noch kein Tor geschossen, aber das ist allgemein im VfL-Kader so, dass jeder schlechter spielt, wie er es kann. Und wie gesagt, nach dem Bayern-Transfer für mich nicht, ist meistens untergetaucht, also nicht mehr so gut gewesen. Und vielleicht wechselt er wieder zu einem guten Club, wie zum Beispiel Juve, wäre schön für ihn, dass er endlich wieder mal zu seiner alten Form anknüpfen kann, aber aktuell wird es nichts werden. Für mich auch im Winter ausgeschlossen der Transfer, weil Ismail, der aktuelle Trainer von VfL Wolfsburg, hat ja auch gesagt, es möchte keiner von seinem Verein, kein Spieler von seinem Verein möchte mit der Brechstange wegwechseln und deshalb vertraue ich ihm, dass Gustavo nicht wechseln wird, weil auch VfL Wolfsburg ihn aktuell nicht wegwechseln möchte. Im Sommer gebe ich 80%, dass er wegwechselt, also da glaube ich schon, dass er sicher wegwechseln wird. Da bin ich mir sicher. Ich weiß nicht, ob es Juve sein wird, weil Juve müsste zuerst einen zentral defensiven Mittelfeldspieler verkaufen, weil da sind sehr viele jetzt aktuell dort, haben jetzt auch Rikon verpflichtet zum Beispiel. Und deswegen glaube ich nicht, dass das was wird dort. Aber ich glaube eher so Mailand wird es werden. Also die Richtung Mailand passt perfekt für ihn eigentlich. Vom Spielstil auch, also würde das perfekt passen. Mal schauen, ob der Transfer zu welchem Verein er dann transferiert wird. Aber ein Wechsel vom VfL Wolfsburg kann ich mir im Sommer sehr gut vorstellen. In FIFA ist Luis Gustavo auch ein stabiler Spieler, also wird er jedem Verein weiterhelfen. Hat aktuell ein 83er Rating, also da ist gibt es kein Problem bei ihm, also das ist egal bei welchem Verein er spielt. Ist ein stabiler Spieler, ist halt Karrieremodus nicht mehr so, weil er schon 29 Jahre alt ist, aber ja. Kommen wir gleich zum letzten Spieler jetzt zum Top-Transfergerücht heute, nämlich Arturo Vidal zum FC Chelsea. Arturo Vidal, der Chilene, ist ja aktuell beim FCB unter Vertrag, beim FC Bayern. Spielt zentrales Mittelfeld, kann aber auch defensiv, spielt meistens auch eher defensiv. Das ist der defensive Part im Mittelfeld. Hat aktuell einen Marktwert von 40 Millionen
Und ja, ist ein robuster Spieler, ein Spieler für die wichtigen Spiele. Also das hat er bisher immer gezeigt. Ist ja von Juve gekommen, ist ein sehr wichtiger Spieler für Bayern. Und ist im Zentrum da wirklich sehr, sehr wichtig für die Bayern. Aber ist halt für Chelsea, Chelsea ist aktueller Trainer, nämlich Conte, ist es sein Wunschspieler. Also Conte ist, dass er Vidal ist, Contes Wunschspieler. Und ich glaube, dass Conte ihn verpflichten wird. Chelsea hat das Geld durch Abramovic. Also würden sie das Geld sich aufbringen. Die Frage ist halt, was Bayern macht im Sommer. Also im Winter sage ich 0% schon mal im Voraus. Aber ich weiß nicht, was so im Sommer bei Bayern passieren wird, weil Alonso wird aufhören wahrscheinlich. Also da, der hat schon lange mit dem Gedanken gespielt, weil er jetzt auch schon ziemlich alt ist. Und sie müssen im ZM-Bereich sicher handeln im Sommer. Deswegen wird es spannend, was dort passieren wird. Vielleicht kommt Verratti, vielleicht nicht. Also wenn Verratti kommt, wahrscheinlich wird Vidal gehen, meiner Meinung nach. Also ich glaube, ich gebe 50-60% im Sommer auf das Gerücht, dass Vidal zu Chelsea wechseln wird, weil das kann ich mir gut vorstellen, dass er dort in der Premier League spielen kann und das ist perfekt, eigentlich passt perfekt ins Chelsea-Kader rein und deshalb würde ich das gutheißen, den Transfer. Ablösesumme wird wahrscheinlich dann sich auf 50 bis 65 Millionen belaufen im Sommer. Mal schauen, wie es dann ausgehen wird im Sommer, aber da können wir uns dann getrost auf den Sommer konzentrieren. Also jetzt noch kein Stress im Winter, da wird sicher kein Transfer passieren. Und damit sind wir auch schon am Schluss angekommen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video wieder gefallen hat. Lasst auch gerne ein Abo da, wenn euch meine Videos grundsätzlich gefallen. Und damit bin ich raus. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao, euer Dani.